Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Schaut mal, wo ich bin. Ihr seht, es wird wieder ein Video aus den Bergen werden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen und dann lasst uns jetzt starten. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute soll es regnen. Ich bin schon ganz gespannt. Es sollte gestern schon regnen und hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Und dann kommt der Moment, wo man morgens aus dem Fenster schaut. Und das machen wir jetzt mal. Oh! Blauer Himmel! Yippie! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ui, da hat noch niemand was von wilde Tiere gehört. Die wollen wohl die Bären anlocken. Es fängt jetzt tatsächlich an zu regnen. Man sieht die schönen Berge, die hier eigentlich sind, gar nicht mehr. Und ich wollte euch noch was zeigen, was ich total doof finde. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn hier alles gesperrt wird. Da steht tatsächlich ein Zelt. Ich stehe hier auf fast 2000 Metern Höhe. Das ist ein Wanderparkplatz, aber wenn man hier Zelte aufschlägt und Tische und Stühle rausstellt, finde ich unmöglich. Und die Camper, die echt vorbildlich sind, die müssen dann drunter leiden. So, heute ist Regenwetter. Ich drehe mich mal gleich um, aber ich wollte euch zeigen, hier steht Werner vor so einem alten geschlossenen Hotel und hier ist es echt, man sieht die hohen Berge gar nicht, es ist voll wolkig und darum wandere ich heute nicht nach oben. Das wäre hier echt mega, eine mega Kulisse, die Berge gehen bis über die Wolken, aber gut, es muss auch mal regnen. Ich gehe heute an eine eher unbekanntere Stelle, aber auch super schön, und zwar an den Sorapi-See, Lago de Sorapi, und der ist ein bisschen klein, aber hat sowas von blaues Wasser. Ich bin schon ganz gespannt, hat mir eine Freundin empfohlen, die hat das auf ihrem Profilbild, und weil ich schon mal in der Nähe war, gehe ich jetzt dahin. Autofahren verboten, perfekt. Hier sieht man es nochmal, wie er liegt. Ich bin hier direkt in der Nähe der drei Sinnen. Der Ort heißt Cortina, der hier in der Nähe ist. Und wieder mit Barfußschuhe unterwegs. Kann ich nur empfehlen, wenn man Blasen hat. Guten Morgen. Na, ihr habt es ja schön hier. Was für ein kleiner Rinnsal, wenn man die Größe des Flussbettes betrachtet. Ich glaube, es ist nicht mehr weit, weil viel weiter komme ich nicht. Ich bin von Felsen umzingelt. Wow. Also, dass es so weit ist, damit habe ich nicht gerechnet. Ich laufe jetzt schon eine Dreiviertelstunde, aber es muss hier gleich sein. Da hinten ist auch ein Wasserfall. Ich glaube, hier ist es, weil weiter geht's wirklich nicht. Da ist der Wasserfall. Alter Falter, es geht weiter. Da. In Serpentinen berghoch. Ich hoffe nur, dass das Wetter hält und ich jetzt nicht abbrechen muss.
So, ihr Lieben, ich muss euch leider enttäuschen. Ich muss jetzt umkehren. Es donnert schon. Schaut mal, da sitzt das Gewitter. Ich habe hier kein Netz. Das ist mir einfach, ja, safety first. Ja, jetzt drehe ich um. Bin ich umsonst gelatscht. Ich hätte tatsächlich noch da hoch gemusst. Der Wasserfall, der dort, ist der Abfluss von dem See. Also der ist direkt dort oben. Und dann hätte ich die ganzen 2 Stunden wieder zurücklatschen müssen. Und das bei Gewitter und ich weiß nicht, was für ein Wetter kommt. Das ist mir zu heikel. Muss auch mal sein, kehre ich wieder um. Aber es war trotzdem eine schöne Wanderung bis zum Wasserfall. Was für eine atemberaubende Landschaft hier ist. Also schon deswegen hat sich die Wanderung trotzdem gelohnt. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ist das schön, hört mal. Es ist einfach so schön. Da kommen wir her. Schaut mal, würdet ihr diesen Pilz mitnehmen? Ich schon. Das ist ein Blutreizger. Und da ist noch einer. Da ist er. Je, ich hätte nicht tiefer in den Wald gehen sollen. Schaut mal, jetzt habe ich noch eine fette Henne gefunden. Und da ich keine Tasche dabei habe, habe ich in meine Matschhose in die Beine einen Knoten gemacht. Jetzt habe ich einen Beutel. Oh, ich kann bald nicht mehr tragen. Schaut mal, noch viel mehr. Ist alles voll. Da hinten ist sogar noch ein großer. Wow! Ich bin jetzt wieder unten und schaut mal. Aber das wusste ich ja da oben nicht. Es hätte sich auch in die andere Richtung wenden können. Aber dafür habe ich einen ganzen Sack voller Pilze, die ich mir dann brate. Lecker! Irgendjemand auf Instagram hat neulich zu mir gesagt, oh Gott, die armen Kühe. Ich weiß nicht, kennt sich jemand damit aus? Stört das Geklingel den Kühen nicht? Oh wow, da oben komme ich her. Da ist der Wasserfall. Ich weiß nicht, ob ich so weit zoomen kann. Aber gut. Jetzt habe ich die fette Beute zum Essen, auch nicht schlecht. So schön hier. Juhu, heute ist die Aussicht extra schön für uns. Gestern war ja gar nicht zu sehen. Genial. Das war mein letzter Tag hier in Südtirol. Ich bin wieder on the road und bin auf dem Weg nach Hause. Bye. Diese. Ich bin dieses Kribbeln im Bauch. Diese.